Happy Halloween, liebe Leute, es ist soweit. Der schönste Tag im Leben eines Elefantisten-Fantasten ist da. Es ist Halloween, die Nacht vor Allerheiligen und es ist Gruselstimmung. Deshalb habe ich mein schönstes Sakko angezogen und meinen schönsten Hut und habe gedacht, zur Feier des Tages mache ich mal irgendwas, was ein bisschen lustiger ist. Haha. Wollte mir erst eine rote Pappnase ins Gesicht kleben und dachte, nee, ist nicht, vielleicht nicht so lustig. Und habe gedacht, was hat noch mit Halloween zu tun? Süßigkeiten. Ja, ist einfach so. Natürlich steckt dahinter ein christlicher und ein noch davor ein nicht ganz so christlicher Feiertag, aber es ist verbunden mit Süßigkeiten. Süßigkeiten sind was Geiles und weil es ein Feiertag ist, kann man auch mal was Geiles machen. Deswegen habe ich hier einen großen Sack mit Süßigkeiten. Seht ihr es? Schön. Das ist ein Kürbisbeutel, ein Kürbiskorb und da sind Süßigkeiten drin und ich stelle euch jetzt einfach mal so ein paar abgedrehte Halloween-Sachen vor. Womit fangen wir an? Ich fange jetzt mal einfach mit etwas an, was ich tatsächlich nicht kannte. Achso, was sagt das jetzt nochmal dazu? Diese Sachen habe ich alle selbst gekauft. Es ist nichts gesponsert. Es ist auch von keinem Hersteller irgendwas gesponsert worden. Ich habe dafür selber Geld ausgegeben. Alles, was ihr hier seht, hat etwas über 40 Euro gekostet und dafür kriegt man schon echt eine ganze Menge Süßigkeiten, wenn man es nicht direkt im Laden, sondern über einen Versandhandel bestellt. Da gibt es auch Sachen, die man vielleicht in Deutschland nicht findet, wie diese hier. Die heißen Kloake Slam. Also das kommt, glaube ich, aus einem skandinavischen Land, zumindest nicht aus Deutschland. Da vorne ist eine sehr nett anzusehende Ratte drauf. Ich zeige das alles gleich nochmal in groß. Ja, schön. Auf den Ton sehr gut. Und das sind, so wie es aussieht, einfach nur irgendwelche Zuckerbonbons. Ich weiß nicht, ob die gut sind. Ich versuche das jetzt hier mal auf, was das auch immer ist, Schwedisch vorzulesen. Cyrillige Bolsier mit Salmiakfilt. Cyrillige Drops mit Salmiakfilt. Kipete Hedelmenneke Schadadab. Salmiaki Jaumi. Salmiakiau-Heckele. Die Vermutung liegt nahe, dass da Salmiak drin ist, was natürlich eklig ist, aber trotzdem, auch das gehört zu Halloween. Sehr schön. Das nächste ist, ich fand's geil, muss ich einfach sagen, das ist der Monsterpups. Der Monsterpups, das sind zwei kleine grüne Dinger in einer Verpackung. Das war das, tatsächlich das teuerste hier in diesem ganzen Ding. Und also ich finde die Verpackung sehr, sehr cool. Dieses Monster sieht irgendwie etwas unschlüssig aus. Wahrscheinlich, weil es gerade gepupst hat oder ein Häufchen gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ja, das ist wahrscheinlich einfach eine ganz normale Süßigkeit. Es steht auch drauf, 18 Gramm Schaumzucker Speckbälle. Zutaten, Zucker, wer hätte es gedacht, Glucose und Fructose, Sirup, Wasser, Gelatine, Aroma, Farbstoff, Kurkumin, Brillantblau, FCF, Maisstärke. Und es kann Spuren von Milch und Soja enthalten. Ja, es ist haltbar noch bis November. Hier rum. Das ist der Monsterpups. Dann habe ich hier eins von den Sachen, die hat man einfach Halloween draufgeschrieben, gibt es aber sonst so in einer anderen Verpackung auch das ganze Jahr über. Das ist Eiskonfekt. Ich mag das unheimlich gerne, weil das eine bestimmte Art von Schokolade ist, die ich einfach gerne mag. Man sieht das hier auch. Es ist einfach Eiskonfekt und das eben in einer etwas anderen Verpackung. Man muss aber dazu sagen, es steht hier sehr klein, es ist Fair Trade. Sehr schön. Was gibt es noch? Ja, aus der Abteilung Internationale kommt hier noch was. Das ist Karamell-Drop. Also das ist im Prinzip nichts anderes als Salmiak-Lakritze mit Salzkaramell. Das ist eine sehr krude Mischung. Ich habe keine Ahnung, ob sowas schmeckt. Aber mein Gott, es ist Halloween. Wenn krude Süßigkeiten, dann doch an Halloween. Das nächste
Ich glaube, das kennt jeder, der schon mal bei Festa war. Das sind die Glotzer. Das ist nichts anderes als eine Mischung aus verschiedenen Weingummis. Auch eine Süßigkeit. Und das ist tatsächlich was, was ich nicht kannte. Deshalb habe ich es auch dazu bestellt. Das kommt direkt aus den USA und nennt sich Reese's Peanut Butter Pumpkin. Das ist nichts anderes als einfach so ein Klacks pure Erdnussbutter in weißer Schokolade. Ich zeige euch hier mal ein Foto, so sieht das tatsächlich aus. Ich glaube, das ist fast schon pervers und sowas gibt es wahrscheinlich echt nur irgendwie in den Staaten. Ich habe es jetzt hier auch, bin mal sehr gespannt. Sowas finde ich ja immer interessant. In anderen Ländern sind auch die Süßigkeiten ein bisschen anders. Und wer sich so ein bisschen auskennt, ich tue es jetzt nicht, weiß, dass die Amis eine ganz andere Art von Schokolade essen und mögen. Eine Art von Schokolade, die wir eher als säuerlich und überhaupt nicht lecker empfinden, aber so ist es. Und dann gibt es hier irgendwas aus dem, was ich tatsächlich sonst auch gerne esse, das sind Vampire. Auch das ist nichts anderes als einfach Weingummi. Das sind so kleine Vampirviecherchen. Die Flügel haben so einen Lakritzgeschmack und der Rest ist eben typisches Weingummi. So, und dann habe ich, man muss ja echt dick aufhaben, einen riesen Sack an Zeug mit und aus kleinen Tüten. Das mache ich jetzt auch mal auf und schütte es hier hinein. Achtung! Unmengen von Süßigkeiten. Unmengen von Süßigkeiten. Da weckt in mir zum Beispiel echt immer noch was Kindliches. Ich finde Süßigkeiten geil und muss mich jeden Tag zurückhalten, nicht so viel davon zu essen. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel so eine Art Gebiss. Schmeckt überhaupt nicht. Also mir persönlich schmeckt das gar nicht. Das nächste sind hier zweifarbige Weingummis. Eins so ein bisschen wie Lakritz und das andere so orange. Das ist halt irgendein Weingummi. Es wird dann Halloween draufgeschrieben. Und dann ein bisschen anders gefärbt als sonst. Und dann ist es eben eine Halloween-Spezialität. Ja, das soll man machen. Achso, hier sind übrigens auch nochmal einzeln verpackte Augäpfel. Wie hübsch, ne? Es ist einfach wirklich herzig. Und dann gibt es hier saure Glühwürmchen. Die haben jetzt, glaube ich, wirklich sehr, sehr wenig mit Halloween zu tun. Aber sie kommen halt irgendwie in diese Halloween-Tüte rein. Im Endeffekt geht es ja auch wirklich nur um Süßigkeiten. Und was sonst noch was sind natürlich da auch wieder Weingummis, stinknormale Weingummis in einer Halloween-Verpackung, damit sie ein bisschen mehr zur Stimmung passen. Und das war es auch schon. Das ist jetzt hier in, weiß ich auch nicht, hundertfacher Ausführung alles. Und für die Kinder, ich weiß jetzt nicht, ob da, wo ihr wohnt, sowas schon verbreitet ist. Ich kenne das hier gar nicht, dass die tatsächlich rumziehen und die Kindern überall Süßigkeiten abgreifen. Aber das sind natürlich sehr gute Verteilportionen. Süß, alles bisher, alles im Prinzip Schaum, Zucker und Weingummi und eben dieser völlig perverse Erdnussbutterriegel. Aber das war es natürlich noch lange nicht. Das hier kenne ich noch aus meiner Kindheit und aus meiner Jugend. Auch das ist Weingummi verpackt, gegossen in irgendwelche creepy Formen. Das gab es schon zu meiner Jugend und zu meiner Kindheit. Das ist nicht unbedingt das leckerste Weingummi, aber für mich hat das ganz klar einen ganz krassen nostalgischen Touch. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich das als Kind jemals gegessen habe. Ich kann mich nicht dran erinnern. Gehört aber auch dazu. Das kann man jetzt hier nochmal so raustrennen und dann nochmal einzelne aus diesen Dingern machen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier gut erkennt. Da ist irgendeine Spinne dabei und hier so ein Skorpion und irgendwas anderes. Eine Art Creepy Käfer. Ja, Creepy Jelly nennt sich das. Und dann habe ich gedacht, es ist Halloween. Jetzt fahre ich mal mit der ganz dicken Box auf und habe das hier bestellt. Das ist eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, Tisch, Ständertisch, keine Ahnung. Ich versuche das jetzt hier mal öffentlichkeitswirksam aufzumachen, weiß nicht, ob das so klappt. Also man hat hier so einen Zombie da vorne drauf und dann kann man das hier rausziehen. Theoretisch zumindest. So. Und dann kullern hier lauter kleine einzelne Dinger. Ich nehme mal eins jetzt raus. Ja, es ist eine Verpackung, es ist eine Mischung aus Gummi und Weingummi, so wie ich das verstanden habe. Candy und Gum. Und nennt sich hier, wie heißt das?
Ich glaube, das ist sowas, was auch aus den USA kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Super acido, super sauer. Pinta lenguas. Keine Ahnung. Mouth Painter heißt das. Also wenn man das Zeug isst, hier ist nochmal so eine Abbildung, falscher Finger, so eine Abbildung drauf, dann färbt es natürlich den Mund bunt. Spaßeshalber packe ich dieses Ding jetzt hier mal aus. Das ist natürlich, eigentlich ist es auch ein Wahnsinn, dieser ganze Kack nochmal einzeln verpackt ist. Und heraus kommt eine kleine grüne Kugel. Boah, so sauer. Ich habe es noch nicht mal richtig im Mund gehabt. Boah. Ja, das ist der Mouth Painter. Das ist bestimmt sehr lecker. Und die letzte Sache, die ich jetzt noch habe, ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass man halt irgendwas, was aus dem Sortiment eh schon existiert, eine andere Verpackung gibt und dann mit Halloween überschreibt. Und dann passt es zu Halloween. Das sind ganz einfache Lutscher oder Lollis. Lollipops, wie man dazu sagt, die halt auch Halloween tauglich sind. Hier ist zum Beispiel eine Hexe drauf und ein Zombie und ein Furz oder ein Geist, eins von beidem. Ja, das sind die Halloween-Süßigkeiten. Ich werde das natürlich nicht alles essen. Das ein oder andere davon allerdings schon. Bei dem Rest bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ich werde nämlich zwei Pakete aus diesen Unmengen von Süßigkeiten machen und die verlosen. Es ist ganz einfach. Ihr müsst nur ein Losungswort per E-Mail bitte, dieses Mal nicht als Kommentar unter diesen Film, sondern einfach per E-Mail, damit nicht immer alles so einfach zu erraten ist, per E-Mail schicken und das Losungswort heißt Zitronengummi. Schickt mir einfach eine E-Mail mit dem Wort Zitronengummi an reviews@creepy-creatures.net. Die ersten beiden E-Mails, die ich bekomme, die bekommen jeweils ein Paket mit dem ganzen Zeug, was hier liegt. Also es wird jetzt schön aufgeteilt, in zwei Pakete verpackt. Und wenn ihr ganz schnell seid und eine E-Mail schreibt, bekommt ihr eines von beiden Paketen. Rechtsweg ist ausgeschlossen, bla 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 und so weiter und so fort. Die ersten beiden kriegen jetzt eine ganze Menge Süßigkeiten. Ja, das war's schon. Ich wünsche euch wunderschönes Halloween. Beim nächsten Mal geht es wieder etwas ernsthafter zu und wieder etwas mehr um Literatur. Danke für die Aufmerksamkeit und Happy Halloween.